Heute einiges zum Thema WordPress-Plugins. Herzlich willkommen zur mittlerweile 6. Folge von Frag Think Big. Was machen wir bei Frag Think Big? Ich beantworte hier nochmal ein paar Support-Anfragen, die uns in den letzten Wochen, Monaten erreicht haben, und beantworte die nochmal für alle in der Think Big Community, weil wir denken, das könnte sicherlich interessant für einige von euch sein. Und diese Woche hat mich eine Anfrage von Maurice erreicht, der schreibt: Hallo, ich habe ein 400-Euro-Projekt bei Think Big, bei welchem es darum geht, ein Portal wie eBay Kleinanzeigen aufzubauen, auf welchem sich Menschen in direkter Nachbarschaft voneinander finden können, um ihre Geräte zu teilen. Wie können wir das Ganze umsetzen? Das Gute an dieser Stelle ist, es gibt schon einige Sachen, die man nutzen kann, um sowas umzusetzen. Als allererstes sollte man eine Webseite mit WordPress aufgesetzt haben. Wir haben dazu mal schon mal einen Videochat durchgeführt. An dieser Stelle werde ich zu dem Videochat verlinken. Schaut euch den an, wie man eine WordPress-Seite aufsetzt, und es gibt auch zahlreiche Tutorials dafür im Netz. Worauf ich heute eingehen möchte, sind WordPress-Plugins und Themes. Mit diesen lassen sich nämlich so Vorhaben, wie Maurice es hat, spielend umsetzen, ohne dass man selber dafür programmieren müsste, zwingend. Was sind Themes und Plugins bei WordPress nun? Themes sind im Grunde genommen Designvorlagen innerhalb von WordPress, die man einfach nutzen kann. Das ist recht praktisch, weil WordPress ist datenbankbasiert. Das heißt, die Inhalte sind vom Design getrennt. Das heißt, man schreibt Artikel, postet Inhalte und kann eigentlich das Design relativ einfach verändern, ohne dass sich die Inhalte verändern. Und durch Plugins lässt sich der Funktionsumfang von WordPress erweitern. Das heißt, ich kann zum Beispiel Anbindung an Social Networks herstellen oder ein eigenes Forum aufsetzen oder, wie im Maurice-Fall, ein eigenes Kleinanzeigenportal aufbauen. Und wie man Themes und Plugins bei WordPress einstellt, das zeige ich euch jetzt. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie man eine Webseite anpasst, das heißt ein Theme einstellt und ein Plugin anhand meiner brachliegenden Seite tüdeblog.de. Ihr seht hier das Frontend und das sieht noch nach wie vor so aus, und wir werden das jetzt mal ganz einfach verändern. Wenn ihr ins Backend geht, habt ihr auf der linken Seite die Möglichkeit, Designs und Plugins einzustellen und dort die Möglichkeit, ein Theme zu verändern, das heißt, das Design zu verändern. Momentan ist noch dieses Theme aktiviert und ich zeige euch jetzt mal, wie man das verändert. Man hat unterschiedliche Möglichkeiten, ein Theme, das Design anzupassen. Einmal kann man Themes hinzufügen und hat hier hinten so ein Archiv, wo man sich was auswählen kann, was einem so passt. Man hat auch die Möglichkeit, sich eine Vorschau anzugucken, zu gucken, wie sieht das Theme überhaupt aus, wenn ich es mir auf dem ganzen Bildschirm angucke. Man fügt dann relativ einfach über Installieren dann dieses Theme hinzu. Hat dann die Möglichkeit, es entweder hier zu aktivieren oder bei seinen Themes kann man es auch auswählen und aktivieren. Und das war's zunächst einmal. Wie man sieht, wurde hier das Theme verändert, automatisch das Design angepasst. Sieht natürlich noch alles gar nicht so toll aus, weil man natürlich noch die einzelnen Inhalte, Bilder und so weiter anpassen muss. Aber im Grunde genommen ist es das. So kann man relativ einfach ein Design auswählen und hinzufügen. Eine weitere Möglichkeit wäre, ein Theme herunterzuladen. Und zwar gibt es ein offizielles Theme-Verzeichnis auf der WordPress-Seite. Das seht ihr hier. Dort kann ich mir ein Theme herunterladen, zum Beispiel dieses. Hier lade ich mal runter in mein Download-Verzeichnis, klicke auf Themes, auf Hinzufügen und habe hier oben die Möglichkeit, ein Theme hochzuladen. Das ist dann wichtig, wenn ihr zum Beispiel ein Theme kauft, das ist zum Beispiel nicht in, mein Gott, Fastblatt, nochmal. Das ist dann vor allen Dingen wichtig, wenn ihr ein Theme kauft, das so nicht im Theme-Verzeichnis auftaucht. Dann ladet ihr das runter, habt das in der Regel als ZIP-Format und könnt es dann hier auswählen. Klickt auf Jetzt installieren, da wird hochgeladen
und installiert und taucht dann genauso unter euren Theme-Vorlagen auf. Könntet ihr auch nochmal eine Live-Vorschau anschauen oder einfach das Theme aktivieren. Und wie ihr seht, funktioniert das genauso gut und einfach. Plugins, mit denen man im Grunde genommen Erweiterungsmöglichkeiten für WordPress hat, lassen sich genauso einfach installieren. Das heißt, ich habe hier den Punkt Plugins. Sehe hier, habe hier eine Übersicht über meine bisher installierten Plugins und sehe auch, ob die aktiviert sind oder nicht. Klicke hier oben mal auf Plugins installieren. Und sehe jetzt hier schon eine kleine Auswahl an beliebten und gefeaturten WordPress-Plugins. Zum Beispiel BuddyPress, mit dem ihr ja eine kleine eigene Social Community aufbauen könntet. Oder BBPress, mit dem ihr ein Forensystem aufziehen könntet. Maurice hat aber die Frage nach einem eBay Kleinanzeigen-Plugin oder beziehungsweise wie wir ganz einfach so etwas Ähnliches wie eBay Kleinanzeigen aufziehen könnte. Und wir suchen jetzt mal nach Classified, das englische Wort für Kleinanzeigen. Und sehen hier, dass wir schon einige Dinge vorgeschlagen bekommen. Zum Beispiel Classifieds WordPress, sehen auch ganz gute Bewertungen, hätten hier jetzt auch mal die Möglichkeit, uns erstmal die Infos zum Plugin anzuschauen. So. Hier kann man sogar eine Demo-Seite anklicken und uns mal anschauen, wie sieht es ungefähr vom Design her aus. Ah, würde das passen? Okay, sagen wir mal einfach passt, klicken wir auf jetzt installieren. Dann wird das Plugin installiert. Wir hätten jetzt hier direkt wieder die Möglichkeit, das Plugin zu aktivieren. Und ab sofort werden uns neue Möglichkeiten angezeigt. Das Ganze muss man dann auch noch ein bisschen bearbeiten, installieren, anpassen. Aber im Grunde genommen haben wir jetzt hier auf der linken Seite im Menü einen neuen Punkt und der nennt sich Classified WordPress. Und über diesen Punkt können wir jetzt ab sofort unsere Kleinanzeigen verwalten. Im Falle von Maurice, der ja möchte, dass Leute in der Nachbarschaft sich Geräte teilen, bietet es sich an, BuddyPress und Classified WordPress zum Beispiel zu installieren, sodass halt auch Leute sich anmelden können in der Community und eigene Kleinanzeigen schalten können. Wie ihr seht, gibt es für einige Fragen und Probleme, die so auftauchen, schon die passenden Lösungen bei WordPress. Und als kleiner Tipp, stöbert doch zunächst einmal in Plugins und Themes von WordPress und startet selbst ein cooles digitales Projekt. Habt ihr selber gute Themes oder gute Plugins, die ihr vorschlagen wollt oder habt einfach Kommentare, wollt ein Feedback loswerden, dann schreibt es doch in die Kommentare. Und habt ihr selber ein Projekt und braucht Support von der Think Big Digital Werkstatt, dann schreibt uns einfach eine WhatsApp-Nachricht oder ruft uns an unter der Nummer 0176 808 59546 oder schreibt uns eine E-Mail an digital@think-big.org. Bis dann, ich wünsche euch viel Spaß bei euren Projekten und macht's gut. Tschüss!